Na, ihr? Oh Gott. Oh. Und herzlich willkommen zurück zu Hust und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Vielleicht kriegen wir es jetzt sogar durch, weil ich habe gehört, es soll nicht so eine lange Spielzeit haben. Wobei irgendwie bisher noch nichts passiert wäre. Und wenn wir das jetzt innerhalb von einer Stunde durchspielen würden, würde mir, glaube ich, irgendwie ein bisschen was fehlen. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Nee, sieht man nicht. Da liegt nämlich was. Da so. Da müsste ihn kommen. Aber das sieht man, glaube ich, nicht. Vielleicht mache ich dazu mal irgendwas. Alter, dieses Geräusch. Ein bisschen wie ein Schrei. Ist das Neues im Tagebuch? Moment. Ja, Tagebuch. Die Seite kennen wir ja. Genau, die Seite kennen wir. Heißt, die müsste neu sein. Die Begrüßung, die ich bei meiner Ankunft erhielt, war so kalt wie die Schlosswände. Obwohl Andrew Harrison, der Anwalt, der mich im Namen meiner Familie kontaktiert hatte, sich darum bemühte, dass ich mich willkommen fühlte. Die Angestellten scheinen genauso merkwürdig wie meine Familie zu sein. Das Hausmädchen schleicht um verschlossene Türen herum. Der alte Gärtner Rory warnte mich vor dunklen Familiengeheimnissen, wollte aber nichts näher erläutern. Briefe, die ich im Haus fand, spiegeln die Besessenheit meines Vaters von dem Okkulten wider. Er verbrachte den Großteil meiner Kindheit damit, es zu studieren, reiste in die Welt, um esoterische Folianten aufzuspüren. Und Großvater Edward, seine Briefe und Notizen machen Großmutter Margarets Bewunderung für ihn nur noch rätselhafter. Als bisher. Da fehlt das nur. Für Edward waren, also, ich habe es vorgelesen, aber er ist keins und das heißt, ne, ihr wisst schon. Für Edward waren Menschen bloß Hab und Gut. Sie waren Dinge, mit denen er tun konnte, was er wollte. Ich kann nur hoffen, dass die Halluzinationen über den Jungen, so echt sie auch erschienen, das Resultat der Belastung der letzten Wochen waren. Erinnerungen möglicherweise aus meiner Jugend? Erinnerungen möglicherweise aus meiner Jugend? Oder sind dies die ersten Schritte in denselben Wahnsinn, dem Vater erlegen ist? Umblättern können wir nicht. Gibt nur Seite hm und Seite 1. Ich wollte nochmal ins Questprotokoll gucken, sobald ich das finde. Treffen Sie sich nach dem Abendessen mit Ailsa. Finden Sie das Grab auf dem Bild. Ach, hier ist nur Licht. Alles gut. Weil wenn man raus... Jetzt kapiere ich das erst. Habe ich kurz mal eine Maus? Ich dachte, dieses Muster hier wäre irgendwo da hinten. Also nicht, dass das das Fenster wäre, sondern man guckt auf eine Wand, dass dieses Muster hat. Aber jetzt, wo es regnet und man den Regen sieht, bemerke ich erst, dass das Muster in den Fenstern ist. Ich dachte wirklich, die Fenster wären hier und dieses Muster, was man da sieht, wäre halt hier. Dass man da diesen Zwischenspalt hat und das ergab die ganze Zeit für mich keinen Sinn. Weil ich der Meinung bin, dass wenn man aus dem einen Fenster geguckt hat, dieses Muster braun war. Ich glaube, ich drehe durch. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir dieses Schloss mit unserem Spezialschlüssel aufschließen sollen zum aktuellen Zeitpunkt. Hallo, alter Feind. Weil das habe ich auch eher durch Zufall, nenne ich es mal, gefunden. Ich vergaß, dass die Ladebildschirme ein bisschen dauern. Aber hier wird, denke ich mal, auch nichts sein. Ich weiß nicht, ob... Nee. Ich habe ein bisschen gehofft, dass das wie bei Skyrim und Co. ist, dass ich hier am Bett einfach die Zeit verbringen kann. Aber von wegen bis zum Abendessen warten. Weil ich tatsächlich immer noch nicht weiß... was ich machen soll. Ich habe auch nicht nachgeguckt. Ich habe Bock selbst, so ein bisschen zu rätseln. Ich weiß, dass ich jetzt schon zweimal nachgeguckt habe. Einmal mit der Chiffre am Schrank. Das andere Mal war ganz am Anfang, weil ich nicht wusste, wo Rory ist und ähnliches. Warum können wir uns das immer noch angucken? Das sollten wir doch seit der ersten Nacht eh alles draus haben. So, warum können wir das immer noch öffnen? Das macht gar keinen Sinn. Ja, genau, hier war das Muster auch in den Fenstern. Irgendwo hatten wir das Muster, wo es aber sehr merkwürdig aussah. Ich weiß nicht mehr wo. Eventuell können wir nochmal Dachboden gucken, ob der jetzt offen ist.
Oder ob wir da irgendwas mit triggern können, weil da hatte ja unsere nette, hübsche portugiesische Hausfrau Angst vor. Wie hieß sie? Also nicht hieß im Sinne von heißen, sondern war es das Zimmermädchen? Warte, warte, das interessiert mich kurz. Also ihren Jobtitel. Moment, nee, ich suche das Tagebuch. Das Hausmädchen. Ey, also sie ist Elsa, das weiß ich. Heißt, wir haben noch das Herrenzimmer mit dem Schloss, wo ich nicht weiß, ob wir es schon machen sollen. Wir haben Clipping-Fehler. Badum, badum, badum. Wir könnten eventuell noch mal in den Keller. Also ohne sie, weil irgendwas wird ja Eddie da gemacht haben. Er hieß doch Eddie, oder? Edward. Wir sind ja hier auch in seinem Schloss. Die offene Tür war die Bibliothek, ne? Computer mal auf zu surren, das wäre sehr nett von dir. Irgendwas ist auch noch mit dem Modell. Können wir noch mal den Turm ranhalten? Schlüssel verwenden. Kaputt diese Matte auch ist. Warum eigentlich genau dieser Turm? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Es ist ja auch so gemacht, dass man ihn rausnehmen kann. Warum? Gucken wir uns doch mal das Ding hier an. Wir haben da ein langes Kreuz, wir haben da ein kleines Kreuz, wir haben da die Biegung. Und oben haben wir einen Nippel. Da ist der Mentor. Und ich muss ihn ja so rumdrehen, damit ich ihn reinstecken kann. Heißt, eigentlich müsste das richtig sein. Ja, der dreht sich auch doppelt. Wir können auch nur die beiden drehen, wohlbemerkt. Also den unteren, den kleinen Haken, können wir gar nicht drehen. So nicht. Es irritiert mich halt ein bisschen, dass wir dafür noch gar keine Quest haben. Also, da steht ja nicht, find das Geheimnis von dem Modellschloss heraus oder sonst irgendwas. Hier können wir untersuchen, aber das haben wir auch schon kontrolliert. Ich gehe jetzt wirklich über mit der Kamera in jeden Winkel, damit ich ja nichts verpasse. Aber scheint nicht so. Behalten wir mal im Hinterkopf, dass wir das Schloss hier noch haben, wo wir halt irgendwas machen können. Ich habe übrigens einen Ring. Den habe ich gerade sogar um. Ein Keramikring in Schwarz und der ist lasiert und es hat einen Effekt wie ein Black Mirror. Also es ist wirklich erstaunlich, wie gut der reflektiert und wie gut man sich darin sehen kann, obwohl es halt schwarz ist mit Glas drüber. Also ungefähr vom Prinzip her. So funktionieren ja schwarze Spiegel. Das finde ich erstaunlich. Wobei schwarz ist die Abwesenheit aller Farben. Plus die Scheibe, die das. Ja. Weiß nicht, wie effektiv das tatsächlich ist. Warum bin ich gerade so leise? Moment. Ich habe es irgendwie, dass ab und zu mein Mikrofon leise wird und ich weiß nicht, woran es liegt. Und wenn ich den Stecker rausziehe und wieder reinstecke, dann geht's wieder. Ich glaube deswegen, dass es am Mikrofon an und für sich liegt und nicht an meiner Hardware. Ich bin mir da aber nicht sicher. Das wäre das Einzige, was eigentlich Sinn ergeben würde, weil ich weiß es nicht. Ja, ich baue euch das Ding auch nochmal auseinander.
Weil es gibt bei diesen Großmembranmikrofonen innen drin einen Schalter. Ein Klickschalter, ein Switch. Und ich weiß nicht, wofür der ist. Vielleicht sollte ich mich darüber erstmal informieren. Aber das ist halt nervig, wenn ich das nicht mitbekomme, dass ich auf einmal leise bin und dann so eine gesamte Folge aufnehme, weil das habe ich auch schon hinbekommen. Dann ist das einfach nur Kacke. Ich glaube, es war sogar Black Mirror irgendwie die dritte und vierte Folge oder so, dass es so war. Das ist wirklich einfach nur scheiße. Und wenn ich das jetzt gerade nicht gesehen hätte, dass ich nicht mehr im Game-Bereich komme, dann wäre es jetzt auch wieder passiert. Aber auch hier sieht es nicht so aus, als wenn es auch hier irgendwas geben würde. Bin irritiert, dass ich hier vier Knöpfe habe und bei denen einfach nichts passiert, wenn ich die drücke. Die Sachen sind ihm hier auch alle vollkommen egal. Hier steht Mallory. Vielleicht auch ein Klient von Mr. Harrison. Weiß auch nicht, was wir mit der Information anfangen sollen, so unbedingt. Hier ist Kamera springen und Kamera rumgeschleudere und so. Ist ein bisschen anstrengend, aber wir kriegen das alles hin. So. Vorne kommen wir wieder einfach nur in die anderen Räume. Ich glaube, mit der alten Schabracke hatten wir ja auch schon wieder gesprochen, ne? Das war ja meine Idee bezüglich des O-Ringes, aber da hat sich... Wir nehmen schon wieder 12 Minuten auf? Wir haben nichts gemacht! Also wir haben wirklich noch gar nichts gemacht. Wir haben noch nichts Neues herausgefunden oder sonst was. Wie komme ich denn auf 12 Minuten? Hä? What the fuck? Wo ist die Zeit hin? Okay, jetzt kann ich nicht untersuchen, obwohl immer noch Blut ist. Ich komme gerade nicht drauf klar, dass wir schon 12 Minuten aufnehmen. Ich meine, normalerweise... Früher hat man gesagt, so ein Let's Play Part 15 Minuten. Heißt, innerhalb von 3 Minuten jetzt hier noch irgendwas zu machen... Nee. Dann kommen hier irgendwie 3 Parts. Oho. Muss ich das Grab finden? 3 Parts, wo ich dann gar nichts tue und dann eventuell irgendwas Neues finde. Ja, jetzt war es durch Zufall, dass wir den Gang nochmal probiert haben. Ist dunkel. Es hat doch die ganze Zeit weiter geregnet, oder nicht? Bin gerade so ein bisschen irritiert. Oh naja, hallo Handy. Meine Tastatur nervt mich gerade. Moment. Endlich ein wenig frische Luft. Hier scheint nicht mehr zu regnen und wir wollen nicht wieder rein. Oh, er läuft hier sogar. Er frohlockt. Ah. Warum läuft er? Also ich habe nichts dagegen. Dauert das Ganze nicht so lange. Nehmen, da liegt irgendwas. Prototeile. Boah, komm, ich spoilere euch jetzt, was es mit den Fototeilen auf sich hat. Wer das nicht wissen will, sollte erstmal kurz 10 Sekunden weghören oder ähnliches. Ich hebe meine Hand, wenn ich damit fertig bin. Ab jetzt, die Fototeile, die kann man hier überall immer mal wieder finden. Und wenn man alle hat, passiert gar nichts. Man kriegt weder irgendwas in-game, noch kriegt man Erfolg, noch hat es was mit der Lore zu tun oder irgendwas. Die Fototeile bringen rein gar nichts. Ihr könnt wieder hinhören. Die es jetzt gehört haben. Ne? Cool, oder? Oho. Master David. Moment, ich dachte, das war Eddie. Sie haben erkannt, dass ich es bin? Am Geräusch der Schritte. Ich kenne den Gang von jedem hier. Oh, wirklich unglaublich. Ja, das ist es wohl, Jungchen, das ist es wohl. Ich höre besser als die meisten. Sehe mehr als die meisten. Das hast du schon mal gesagt. Wir sollten erst mal mit ihm sprechen, bevor wir an seinen Werkzeugkoffer gehen. Als Sie darüber sprachen, was meinem Vater angetan wurde... Was meinten Sie da?
Er hätte nicht zurückkommen sollen. Man kann nicht durchmachen, was er als Kind erlebt hat, ohne krank zu werden. Dann wurde er also zu Recht eingewiesen. Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Bevor du überlegst, hier Wurzeln zu schlagen, solltest du bedenken, was das Gift an diesem Ort mit deinem Vater gemacht hat. Verstehst du? Nein, nicht wirklich. Ich schon. Wenn du erlaubst, diese Tür repariert sich nicht von selbst. Ich lasse sie dann mal in Ruhe. Vater hatte auch so einen Werkzeugkasten. Damals, als er noch Dinge im Haus repariert hat. Aber es war ja nicht mehr böse von ihm gemeint, sondern alles, was er meinte, ist, dass dieses Haus unseren Vater hat merkwürdig machen lassen. Dieses Haus hat unseren Vater merkwürdig werden lassen. Und dass wir hier nicht einziehen sollten, weil unser Vater ist hier halt verrückt geworden und uns soll nicht das gleiche Schicksal haben. Es muss schwierig sein, sich um die Pflanzen zu kümmern, wenn man sie kaum sehen kann. Ja, aber dafür halt wiederum Hut ab, wie doch relativ gepflegt es hier aussieht. Hier mit dem Auto kann ich nichts machen. Hier bin ich hierher gekommen. Kann ich da hinten weiterlaufen? Ja. Also es gab gerade irgendwie drei Möglichkeiten. Links die Treppe runter, links vom Gewächshaus und hier rechts runter. Ich will natürlich eigentlich alles mitnehmen. Sieht hier auch recht schön aus. Finde ich. Weiß nicht, wie ihr das seht. Weil ich mag an Spielen, so auch an RPGs und Co. immer am meisten sehr begrünte Gegenden. Ich verstehe, wieso Rory diesen Ort mag. Dieser Anblick beruhigt selbst die aufgewühlteste Seele. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen... Ich bin schmierleise. So, und so kann ich doch nicht Let's Playen. Das ist doch scheiße, wenn ich andauernd irgendwie Stecker rausziehen muss. Jetzt bin ich teilweise eventuell näher am Mikrofon dran, heißt, ich bin hier leise. Ich will mal kurz was testen. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo? Nee, ich werde nicht leise getoggelt. Also von jetzt auf gleich bin ich auf einmal leise, ohne dass das wirklich passiert. Ich habe gerade wirklich am Kabel rumgewohlt. Ich meine, ihr werdet das hören. Ich werde nicht gepegelt oder sonst irgendwas. Deswegen, ich verstehe es nicht, woran das liegt. Ich verstehe es wirklich nicht. Eventuell baut sich irgendwo ein Rauschen oder eine Rückkopplung auf, weswegen die Hardware das irgendwo hochzieht, deswegen mich runterpegelt. Und wenn ich das rausziehe, kriegt da kein Signal mehr. Dadurch hört das Rauschen auf und durch... Das wäre eine Möglichkeit. Das muss ich mal im Auge behalten. Ein recht stabiles Boot. Wenn man Vertrauen in sein Schwimmvermögen hat. Das sind Fototeile. Ich wette mit euch, dass wir hier zum Gewächshaus wieder hochkommen. Ihr solltet nicht wetten. Hätte nicht wetten sollen. Aber ich habe recht. Ja, wir sind wieder am Gewächshaus und können jetzt den mittleren Weg nehmen. Okay, es ist also der mittlere Weg. Ich bin schon hier leise. Was ist denn das? Wartet mal. Jetzt interessiert mich mal kurz, was mein Gate anzeigt. Mein Gate macht ganz normal. Was ist denn das untere? Es müsste meine Vakuumröhre sein. Die ist auch relativ normal. Also jetzt ziehe ich mich mal kurz raus und gucke, was die beiden machen. Hey, wir nehmen schon 32 Minuten auf. Wie kommt das denn? Wir haben noch gar nichts gemacht. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass es dadurch jetzt behoben sein könnte. Ich gucke mir den Pegel nebenbei an. Ich sehe ihn ja von hier. Es wäre cooler, wenn ich mal Mischpult hier hätte. Schon überlegt, ob ich das irgendwie in den Tisch einlassen kann, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Von daher, können wir noch irgendwas mit der Kiste da vorne tun? Nee. Von daher,
Da links irgendwas noch? Nee, sieht auch nicht so aus. Hier ist Anwesen schon ganz schön heruntergekommen. Mit den ganzen Zäunen, wie die hier im Arsch sind. Ist das Metall oder ist das Holz? Wenn das Metall wäre, wäre das richtig krass, wenn das so kaputt ist. Bei Holz, ja, Gammelteil weg. Sturm, Ding ist kaputt. Aber bei Metall, bis das so durchgerostet ist. Oh, das dauert schon 2-3 Jahre. Okay, wir haben hier Gräber. Und das ist auch das Grab, das ich suche höchstwahrscheinlich. Ich will erstmal gucken, ob ich in die Zitadelle der Verdammnis kann. Ja, auch das kann ich anscheinend. Ich möchte noch nicht die offensichtlichen Sachen machen. Weil es ist offensichtlich das Grab und wir können offensichtlich da in die Kirche. Das möchte ich beides noch nicht. Hier dahin kommen wir gar nicht erst hin. Was ist da? Fototeile. Fototeile. Oh, hier haben wir auch ein Grab, was unser... Ich bin schon wieder leise. Ich bin ernsthaft schon wieder leise. Also ich sehe das, dass ich mich jetzt hier so maximal bei minus 30 befinde. Ach, boy, woran liegt das? Und jetzt befinde ich mich bei... minus 20, also das sind teilweise schon so... Oder bei minus 15, das sind... halb so viel Dezibel wie vor. Also das ist ein Riesenunterschied. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Equalizer sind es nicht. Die haben wir jetzt ausgeschaltet. Das habe ich schon mal gesehen. Auf dem Gemälde. Das ist das Grab, das ich in dem Wachtraum, wenn man es so nennen kann, gesehen habe. Das Grab, in dem mein Vater als Junge etwas vergraben hat. Warum wird es gerade dunkel? Wer liegt hier begraben? Wenn ich nur... Ah, diese Ranken sind zu dicht. Achso, ist nur eine Wolke, die hier gerade vorbei ist. Ich brauche etwas, um sie abzuschneiden. Ja, Rory hat ja seinen Kasten. Eventuell finden wir da was. Aber wir hätten doch noch ein anderes Grab, was wir irgendwie begutachten konnten. Ich glaube, das ist hier oben. Können wir es jetzt nicht mehr begutachten? War das nicht das? Bin ich jetzt blöd? Ah. Offenbar ist niemand übrig, der um die Toten trauert oder ihre Gräber versorgt. Ja. Aber eigentlich sollte das höchstwahrscheinlich der gute Rory machen. Ich bin schon wieder leise. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es nervt mich, weil ich so nicht aufnehmen kann. Und es wird halt anscheinend immer schlimmer. Das ist ja... Ich habe eine Idee. Und zwar, wenn ich länger leise bin, meistens nach den Szenen, wo ich nicht spreche, dass ich dann nach unten gepegelt bin. Kann das sein? Eben hat er gerade gesprochen. Ich habe die ganze Zeit nichts gesagt, dass er danach mein Mikrofon runterhaut. Wir werden es mal testen. Ich bin mal leise, es würde euch alle freuen. Mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Andrew wird den Schlüssel haben. Aber ich will nicht bis zu seiner Rückkehr warten. So, wenn ich jetzt rede, bin ich jetzt wieder leise? Ich bin auf jeden Fall ein Stück leiser. Kann das sein? Also nicht... Ich komme nicht mehr an den Pegel wie vorher dran. Ich bin aber auch nicht ganz leise. Ich glaube, es kann sein. Verziehen? Nee, einfach nur schwarzer Bildschirm. Wir gehen nochmal kurz zu dem Koop, dann reicht mir es auch für heute. Dann werde ich gleich mal irgendwie testen, ob ich da was herausfinde. Rorys Werkzeuge. Hammer, Handsäge, Bolzenschneider... Alles etwas rostig, aber in gutem Zustand. Rorys Werk... Oh, okay, er macht damit rein gar nichts. Was mich irritiert ist, dass wir einen Weg finden sollen, in die Kapelle zu kommen und nicht einen Weg, um den Grabstein irgendwie zu... Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel für die Kapelle, oder? Hab seit Jahren keinen Fuß da reingesetzt und hab auch nicht vor, das zu tun. Das heißt dann wohl nein. Der Friedhof. Ist das ein Familiengrab? Ei. Egal wie mächtig. Am Ende landen alle Gordons dort. Aufmunternder Gedanke. Eine Schande, dass uns die Mittel fehlen, uns ordentlich um die Gräber zu kümmern. Wozu der Aufwand? Sind doch bloß Knochen und Nahrung für die Würmer.
Das ist ein bisschen respektlos. Okay, jetzt bin ich leise. Wenn ich jetzt lauter, muss ich es wirklich rausziehen. Okay, ich muss wirklich rausziehen, damit er dann resettet. Ich versuche es gerade irgendwie zu analysieren, woran es liegt. Dürfte ich mir Ihren Bolzenschneider leihen? Vielleicht, wenn ich weiß, wozu du ihn brauchst. Die Gräber. Ich würde sie gern säubern, um ihnen den gebührenden Respekt zu erweisen. Ist das wahr? Wieso das denn? Es ist meine Familie. Sie verdienen es, nicht vergessen zu werden. Na gut, Jungchen. Nimm ihn ruhig selbst, ja? Ja, machen wir. Aber den jetzt erhalten oder müssen wir uns den noch nehmen? Okay. Schön, dass es wenigstens animiert ist. Also sowas mag ich, so kleine Details. Er rennt da wie so ein Schuljunge lang. Ja, ich habe jetzt meinen Bolzenschneider und ich werde das Gräber freilegen. Lalalala. Aber nach der Aufnahme werde ich definitiv erstmal gucken, oh Gott, 38 Minuten, dass ich hier irgendwie mein Mikrofon endlich gefixt bekomme. Es geht so nicht weiter. Ob ich erstmal die ganze Peripherie dazwischen wegschalte oder ähnliches, ich weiß noch nicht. Pflanzen entfernen. Achso, ich muss gedrückt halten, logischerweise. Okay, er macht die Pflanzen weg. Besser. Cecilia Shaw, geborene Gordon. Tante Cecilia. Wollen wir doch mal sehen, ob hier wirklich etwas vergraben ist. Noch ein Teil des Schlossmodells. Bitte was? Ich war leise und schon ist das Mikrofon runtergepegelt. Ich glaube, daran liegt es und ich glaube, es ist ein Anhaltspunkt, womit ich das analysieren kann. Und ja, ich finde das genauso nervig wie ihr, keine Sorge. So, untersuchen kann ich das Ding. Es ist... Ich glaube nicht, dass das ein Teil des Schlossmodells ist, oder? Wobei, wenn das hier lange draußen lag, dann könnte das so aussehen. Gut. Blut aber wessen? Ja, nicht meins. Untersuchen bringt wahrscheinlich... ...wissen können, dass hier etwas vergraben ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass Vater mir je etwas über dieses Grab erzählt hätte. Vater muss dieses Modellteil der Kapelle als Kind aus gutem Grund hier vergraben haben. Aber wieso? Und wessen Blut ist daran? Nicht meins, würde ich sagen. Ja, wessen Blut könnte da dran sein? Eventuell hat er seinem Vater, also unserem Opa, eins übergezimmert? Weil, oder wir wissen ja gar nicht, ob unser Vater das versteckt hat letztendlich. Es könnte ja auch jeder andere gewesen sein. Hey, wir müssen ein bisschen das Button smashen hier auf dem Frame. Haben es aber locker flaggisch hinbekommen. Wir sind hier in Indien aufgewachsen, du, und da kriegt man Muckis vom ganzen Curry. Das ist kein Rassismus. Ich stehe auf Curry. Ich habe auch mal überlegt, ob ich in Indien arbeite. Weil ich ein Jobangebot bekommen hatte aus Indien, also von einem Unternehmen, welches in Indien platziert ist. Und es hätte mich tatsächlich gereizt. Oh, schade, die Tafel kann ich nicht untersuchen. Aber ganz allein in so ein Land zu ziehen und ähnliches, nein. Vater, ich hoffe, du hast deinen Frieden gefunden. Warst du krank, wie alle sagen, oder Opfer dieses... Fluchster Gordons. Was es auch sein mag. Ich fürchte, du hast es mitunter an mich vererbt. So. Würde sagen, wir machen hier auch ein Stoppele. Untersuchen noch das und dann machen wir ein Stoppele. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Nicht der sicherste Ort zum Beten. So. Und ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich irgendwie das Problem gelöst bekomme. Wir sehen uns hoffentlich wieder und hoffentlich dann ohne technische Probleme. Ich entschuldige mich für diese chaotische Folge, aber vielleicht macht das auch ein bisschen Charme aus, ich weiß es ja nicht. Er hat mich gerade tatsächlich auch während ich gesprochen habe gepegelt, bin ich der Meinung. Mein nächster Test wird einfach sein, dass ich mein Mikrofon direkt am Mischpult anschließe. Lasst gerne eine Bewertung da, lasst gerne einen Kommentar da und ähnliches. Wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abonnement da und wir sehen uns, wie gesagt, hoffentlich bald wieder ohne technische Probleme. Bis dahin aber, haut rein, guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen, wann auch immer ihr es guckt. Bis bald. Tschüss.